So, ich habe gerade den Elias abgeholt. Jetzt geht's los zur Uni Wuppertal. Warum? Juliana Engel hat mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, bei einem Treffen dabei zu sein, wo es um Startups geht und deren Herausforderungen. Jetzt sind wir ja natürlich irgendwie gefühlt auf der einen Seite ein Startup, auf der anderen Seite aber nicht mehr. Und ich dachte mir so, okay, warum überhaupt? Wer ist da überhaupt? Und wieso trifft man sich überhaupt? Und dann habe ich erfahren, Trommelwirbel! Da kommt der NRW-Minister für Wirtschaft, Energie, Innovation, Digitalisierung und gefühlt noch 15 andere Bereiche. Andreas Pinkwart, ja, der mit seiner Partei FDP sich wohl auf die Agenda geschrieben hat, ja, Startups mit ins Wahlprogramm aufzunehmen und was zu tun, damit die deutsche Wirtschaft demnächst auch aggressiver durch Startups vorangetrieben wird. Weil wenn man in die USA guckt, dann sieht man natürlich, dass dort dadurch ein fetter Hebel in Gang gesetzt wird. Ja, und da fahren wir jetzt hin, der Elias und ich. Und ich habe schon den ganzen Morgen überlegt und auch, als ich wusste, okay, ich ziehe das durch. Auf der einen Seite, warum zum Teufel mache ich das überhaupt? Also wieso investiere ich meine Zeit, um quasi mit Herrn Pinkwart mich an einen Tisch zu setzen und über irgendwas zu reden? Also was bringt das überhaupt? Meistens hat man ja immer das Gefühl, Politik bringt nichts. Aber dann dachte ich mir, okay, du kannst das alles gar nicht bewerten und es wird Zeit, dich einfach auch mit dem Thema auseinanderzusetzen und so eine Chance in Anführungszeichen einfach mal zu verwenden, um herauszufinden, okay, was steckt dahinter? Was können Politiker wirklich bewegen? Wie ticken die auch vielleicht, wenn die Kamera aus ist? Und deswegen habe ich gesagt, okay, komm, mach das einfach. Investier mal deine Zeit und guck mal, was dabei rumkommt. Und dann überlegt, okay, was ist das für ein Format gleich? Keine Ahnung, gibt es einen Vortrag und dann gibt es ein paar Fragen oder ist das eine offene Diskussionsrunde? Das wird man gleich herausfinden. Und dann war die Überlegung, okay, was mache ich? Was stelle ich für Fragen? Was habe ich für Themen auf der Agenda? Was habe ich für Wünsche an die Politik? Und ich bin da eher so, ich habe eigentlich gar keine Wünsche mehr, weil ich denke mir so, heul nicht rum, sondern mach mit dem, wie es ist, das Beste und finde einfach heraus, wie du die Probleme und Themen lösen kannst, ohne irgendwie darauf zu warten, dass irgendein Politiker irgendwas ändert. Und von daher gehe ich da jetzt nicht wirklich rein mit irgendwelchen Wünschen und Co., weil ich halt auch das Gefühl habe, dass Politik halt einfach viel zu langsam ist, um irgendwas zu bewegen. Hier war ich früher, jahrelang, in dem Turm. Gebäudekomplex davon, STU, Maschinenbau. Und hier unten der kleine Kasten hier rechts da, das hieß immer das Aquarium. Aber ich habe mir ein paar Fragen ausgedacht, dazu später mehr. Und dann habe ich überlegt, nehme ich den Elias mit rein oder nicht? Auf der einen Seite finde ich die Gedanke ziemlich, ziemlich cool, die Kamera mit reinzunehmen und die auf Herrn Pinkwart zu richten. Weil dann natürlich das, was er sagt, in diesem intimen Kreise natürlich auch online geht. Und das, was er sagt, ist dann halt irgendwie auch Gesetz, ne? Und, aber auf der anderen Seite glaube ich halt auch, dass Politiker, sobald die Kamera auf die Nase scheint, ja, sofort anders anfangen zu reden und den Fragen auszuweichen und ja, vielleicht weniger authentisch sie selbst sind. Und von daher ist meine Entscheidung jetzt, Kamera aus, Kamera kommt nicht mit hoch. Aber ich werde euch hinterher alles erzählen, was Sache ist. Ja, und da bin ich mal gespannt und ihr werdet es trotzdem erfahren, weil ich hinterher drüber sprechen werde. Weil ich denke, es muss gefühlt einfach viel mehr transparent in die Politik rein. Ich weiß nicht, ich bin jetzt 29 und ich lese auf einmal, ich treffe mich mit einem Minister für Wirtschaft und Co. und frage mich erstmal, was macht der Typ den ganzen Tag? Ja? Hände schütteln, repräsentativ rumfahren durch die Welt und dies und jenes? Oder krempelt der die Arme hoch und entscheidet auch irgendwas? Oder kann der überhaupt irgendwas entscheiden? Was ist seine Aufgabe überhaupt? Und ja, ich glaube, man muss halt aufpassen, dass man, glaube ich, bei der Politik, glaube ich, zu schnell urteilt, weil man irgendwelche Vorurteile hat und die Politik irgendein Image aufgebaut hat. Und da will ich ein bisschen von Abstand nehmen und denke, es macht Sinn, sich mit dem Thema einfach mal auseinanderzusetzen, um hinterher für sich selber das ganze Thema Politik besser bewerten zu können. Und von da habe ich gesagt, okay, investiere mal die 2 Stunden. Und guck mal, was dabei rumkommt und ja, vielleicht bist du danach schlauer und siehst die Welt mit anderen Augen. Oh,
So. Ja, fertig. Ja, scheiße, dass wir die Kamera nicht dabei hatten. Ich glaube, das hätte am ehesten zusammengefasst, was da gerade eben abgegangen ist. Ja, es waren so gefühlt 30 Leute in dem Raum. 20 davon waren Gründer, die sich schon gegründet haben oder irgendwas mit dem Gründerökosystem hier in Wuppertal zu tun haben. Und ja, das Ziel war eigentlich, dass jeder zu Wort kommen kann und so ein bisschen seine Herausforderungen in seinem Gründungsprozess mitteilen kann, damit Herr Pinkwart diese Herausforderung mitnimmt und überlegen kann mit seinem Team, was kann er machen, um diese abzubauen. Leider, zeitlich gesehen, war es zu kurz und die Mannstärke war zu groß, dass es eher eine ausgedehnte Vorstellungsrunde war und jedes Unternehmen sich eigentlich mehr vorgestellt hat, als jetzt in eine Diskussion zu gehen. Das war jetzt ein bisschen schade an der Stelle. Ich hatte eine Idee, aber ich werde die noch nicht aussprechen, weil die noch nicht spruchreif ist. Aber es könnte demnächst was Interessantes passieren. Das sage ich jetzt noch nicht. Ansonsten, ja, bin ich ganz zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, ist verschwendete Zeit, sondern jetzt muss man überlegen, wie kann man das Beste da rausholen an der Stelle. Ah, ich kann einfach nicht so viel sagen, weil ich muss jetzt erstmal an der Idee arbeiten. Dazu dann demnächst mehr. Aber war wieder interessant, neue Gründer kennenzulernen aus Wuppertal, die wieder irgendwelche Ideen ausgebrütet haben und versuchen, daraus Geschäftsmodelle zu stricken. Aber auch alte, bekannte Gesichter, die da waren. Auch ein Kunde von uns war da. Und dann da an der Stelle einfach nochmal ins Gespräch zu kommen. Da dieser Netzwerkcharakter. Ja, und ansonsten gab es ein paar Schnittchen, wie immer. Jetzt direkt zack zum nächsten Termin, der ist schon seit 7 Minuten. Direkt hier um die Ecke, wieder in WTEC, da wo damals unser mehr oder weniger erstes Büro war. Und danach geht's zurück ins Office. Ich kann mir vorstellen, dass man mit dem auf jeden Fall gut auf Augenhöhe debattieren und diskutieren kann. Ich frage mich halt auch nur, was ist sein Daily Business? Ich habe von einer Mitarbeiterin gehört, dass sie irgendwie einen 300-Mann-Apparat haben da in dem Ministerium. Wahrscheinlich ist er eher so der Chef und schüttelt die Hände, delegiert Aufgaben, trifft zackig, zack, zack, Entscheidungen, Fragezeichen. Aber das werde ich noch rausfinden. Was ist eigentlich der Job eines Ministers? Was macht er den ganzen Tag? Challenge accepted. So, der Termin, wo wir gerade waren, ist jetzt vorbei. Ja, wie gesagt, ich arbeite, wie ich es immer wieder sage, an einer Hidden Agenda. Und das war ein Termin für diese Hidden Agenda. Wir haben da so ein paar Dinge am Machen und Tun. Und ja, die größte Zeit haben wir gerade damit verschwendet, für ein Unterprodukt sozusagen einen Namen zu finden. Und Namensfindung ist eine Katastrophe. Ich frage mich echt, wie das in 30 Jahren funktionieren soll, dass man überhaupt in der Lage ist, einen Namen zu finden, wenn alles auf der Welt schon einen Namen hat, aber es nicht mehr Buchstaben und Co. gibt. Also Name finden, Turbo Pain, den Code haben wir noch nicht geknackt. Ja, also wenn jemand Idee hat, wie man schnell einen guten Namen findet, her damit, bin bereit dafür zu zahlen. Und ja, da geht es jetzt demnächst auch weiter in eine heikle weitere Phase. Aber es passiert halt so viel, worüber ich nicht reden kann. Und das ist halt echt irgendwie komisch. Man kann halt nicht alles in die Welt hinaus posaunen die ganze Zeit, weil es halt einfach ja, entweder intimere Daten sind, Zahlen, Fakten oder eben auch strategische Themen sind, wo man nicht möchte, dass sofort Gott und die Welt darüber Bescheid weiß. Obwohl ich in der Regel eigentlich sehr offen bin und mir auch glaube, ja, eine Idee ist zwar schnell ausgesprochen, aber nicht so schnell geklaut und umgesetzt. Von daher, aber das löst sich alles auf demnächst. Nur noch ein paar Mal schlafen und dann kommt der Big Bang. Ja, jetzt hatten wir die Idee, eigentlich erst noch ins Büro zu fahren, aber wegen der angebrochenen Zeit. Ich fahre jetzt Elias zurück, danach Homeoffice noch für ein paar Stunden und dann ist der Tag auch schon vorbei. Von daher heute nur Auto-Content. Ich hoffe, es war nicht langweilig. Bis bald. Ciao.